ja auch bisher noch nicht einmal diese ganzen Münzen abgegeben, aber dafür müssten wir auch wieder nach Altis hier. Und ja, nö. Irgendwie tatsächlich so, boah, das lohnt sich ja nicht mal. Ich glaub, es gibt ein paar Gil, vielleicht ein bisschen kleinere Items, aber halt nichts mega Großes, weißt du? So, dass ich jetzt sagen würde, wow. Ne? Also als ich gelesen habe, wofür man das eintauschen kann, war ich halt nicht wirklich begeistert. Ja, und dann dachte ich mir halt so, ja gut, dann kann man sich das dann theoretisch auch schenken. Theoretisch. So, komm. Geht doch. Was haben wir denn hier Feines? Aha, ein Äther ohne Täter. Okay, jede Menge 100.000 unterdrückte Skelette. Ne? Dann lassen wir mal die Knochen klappern. Ja, meinetwegen auch knabbern. Weil an den Knochen will ich gar nicht knabbern. So, geht doch. Läuft. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So bin ich halt. Hui. Da fliegen sie aber auch umher, du meine Güte. Ach, das war's schon. So, was haben wir hier? Ein Finale-Elixier. Fürs große Finale. Ach nee. Die Skelette sind halt tatsächlich nicht so das Problem. Die hier dann schon eher. Wenn die dann wieder in Massen auftauchen, ja dann Halleluja. Ich hasse die. Weil die halt auch so einen Sofort-Kill-Move haben und so weiter. Okay, jetzt haben sie es echt übertrieben. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Also übertreiben muss ja auch nicht immer sein. Endlich sind so, hier wir kriegen da. Wir vielleicht wieder eine Waffe. Ja. Die Vigilantes. Hatten wir den nicht neulich gekriegt? Ausrüsten Ignis. Naja, wir haben da auf jeden Fall auch ganz gute Dolche eigentlich. Aber wir nehmen halt natürlich halt die. Ganz klar, weil sind halt nochmal ein bisschen besser. Macht er mehr Schaden, kann ein bisschen mehr Gedöns machen. Ich meine, aber wir hätten neulich schon mal Dolche gekriegt von einem Dungeon. Guten Tag. Aber mach's kurz. Ist. Stunden später. Ja, ich würde sagen, sie sind alle tot. Das ist bedauerlich. Natürlich der mit der langsamsten Sterber-Wiederbelebungsanimation zuerst. Dann der nächste bitte. Und der übernächste. Und dann gehen wir dann auf den Froster. Froster ist für alle da. So war. Ich würde sagen, das ist okay. Nur ist aber auch ein Getümmel, wo ich da nichts mehr drin sehe. Das ist aber auch fast egal. Achso. Habe ich es geschafft, sie alle irgendwie zu vernichten. Das ist schön. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Okay, muss ich hier lang? Nein. Ich muss in die andere Richtung. Okay. Oh Gott. Schon wieder welche davon. Ich sage, Froster ist für alle da. Alter. Kannst mir doch hier nicht so hauen. Sollen die Leute denken. Das war Schläge, stellst du mal. Ja, irgendwie nicht so. Irgendwie ja nicht so. Ja, und wer liegt im Dreck? Wer liegt im Dreck? Wer liegt im Dreck? Der Pump liegt im Dreck. Feuer zu erwarten.
So, dann die nächsten bitte ein Elixier hier. Ja, weil es so schön ist und weil sie immer so viel schönen Schaden machen hier. So, für mich auch noch. Alter. Kannst du auch echt übertreiben, ne? Ignis, steh auf. Steh auf, wenn du ein Ignis bist. Steh auf, wenn du leben willst. Komm. Mach mal irgendwie was Produktives hier. Na komm. So viel halten die gar nicht mehr aus. Na komm, zertrümmert ist er schon. Geht doch. War das jetzt so schwer? Nein, aber es mussten alle erstmal sterben. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Bestimmt auch wieder. So, hier haben wir wohl wieder einen großen Raum, wo wir zwei Gänge haben, wo wir runtergehen können. Wo einer von richtig ist, so. Vielleicht machen muss beide runtergehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, 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 ja. Hallo. Graubart, cool. Mal mit einer anderen Kampfmusik hier, ist ja für diese Höhlen hier schon fast unüblich. Was kann der denn? Aha, nächst. Also wir attackieren mal mit dem Schwert. Wow. Wenn jetzt hier noch mal jemand hier Feuer einsetzen könnte, wäre es voll töfte. Schön. Schon das Ding so gut wie keine Chance mehr. So, ich glaube, Gladiolus braucht mal ein Elixier hier. Alles steht still, Gladiolus braucht ein Elixier. Ach, nur. Übertrieben. Bams. Ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine... Echt? Meinst du wirklich? Ach, Prompto. Ach, noch so einer. Ist ja toll. Wir sind tatsächlich wieder im falschen Weg lang gegangen. Na komm. Kombinationsgabe. Er ist hingefallen und kann alleine nicht mehr aufstehen. Hat das wehgetan, hat das. Das würde ich jetzt auch sagen. So, und jetzt nochmal mit Feuer. Ja, es ging voll daneben. Todes ist tot. Los, vorwärts. Und schon wieder ist der Erfahrungsunterschied da. Wo eigentlich alle mehr oder weniger den Kampf immer überlebt haben. Wobei vielleicht für irgendwelche einzelnen kleinen Eisbomber nicht oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Stunden später. Ja, 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 ja. So, hier einmal lang. Müsste es eigentlich schon gut weitergehen. Hoffe ich. Wenn er nicht immer aus der Puste wäre, der Noctis. So. Hallo. Auf geht's. Okay. Ja. Ja, ist ja gut. Ich bin auch in Gefahr. Schon darüber nachgedacht, ich habe weniger Leben. Aber ist ja egal. So, aber Kombinationsgabe hier. Wie schmeckt
So, jetzt immer fester dran da. Immer fester dran, immer fester dran. Trifft ja gar kein Falsch mehr. Na, lohnt sich nicht mehr. Geht doch. Großartig noch. Kinderleicht. Yay, Megatrank, Drachenzahn, yay. Was der Gladiolus da alles findet, ne? Ist ein Traum. Bin ja schon dabei, bin ja schon dabei. Nimm's mir nicht übel. Oh. Wahrscheinlich falle ich gleich nochmal um oder so. So, machen wir so was hier. Yay, getroffen, yay. Ich meine, die Kätzchen hier sind jetzt einigermaßen einfach zu besiegen, tatsächlich. Einigermaßen, wenn man nicht gerade selbst umfällt. Na komm. Meine beiden liegen am Boden, ja, so hinkriegen. Eigentlich. Gladiolus kümmert sich schon um die anderen. Das finde ich gut. Ja, gut. Mich natürlich nicht. Oh, achso, okay. Ich wollte schon sagen, Prompto ist ein bisschen down, aber alles okay. Gerade so. Hat sich ganz schön hingezogen. Puh, okay. So, dann einmal hier ganz kurz ein Elixier für Prompto. Aber ich muss noch sagen, wir kommen eigentlich relativ gut durch. Ich meine, wir haben auch 10 Level mehr, als wir eigentlich haben sollen oder sowas. Soll ich da schon wieder zurück? Gibt es hier schon wieder keine Tür? Tatsächlich. Hm. Da muss es ja noch irgendwo einen Durchgang oder etwas in der Art geben. Hm. Hat man doch im anderen Dungeon auch schon, ne? Oder es hat sich jetzt einfach irgendwo ein Durchgang geöffnet, der einfach vorher nicht da war oder so. Das weiß ich nicht. Ich bin bei diesen ganzen Dingern hier, die eigentlich immer sehr gleich aussehen, sehr konfusiert. Was gehört? Was ist das? Hallo? Ist das lästig? Ach so, Monster-Tor. Machen die einfach irgendwelche Geräusche? Ich glaube, zack. So. Der nächste, der im Dreck liegt. Ich hätte besser aufpassen sollen. Ja, das hättest du. Und was hast du? Nix hast du. Yay. Das Ding liegt gleich im Dreck. Das Ding liegt gleich im Dreck. Sag ich doch. Ebenso. Das war knapp. Naja. Knapp ist eher relativ, ne? Da soll ich nicht lang. Okay. Oh ne, nicht die schon wieder, ne? Was ist eigentlich eure Schwäche? Ich meine, müsste wahrscheinlich zum einen Feuer sein. Aber zu waffentechnisch. Ja, Feuerschwäche und was zum Schießen und mechanische Waffen. Also ist eigentlich voll Promptos Ding. Ja, wie die immer übertreiben können, ne? Ist ein Traum. Einfach ein Traum. So, Phönixfeder für Ignis. Und für mich dann halt ein Elixier. Und für Gladiolus natürlich auch. Yay! So. Ja, mit wie viel Eis willst du mich denn noch bespucken? Ich meine ja nur. Ist das nicht auch leicht abartig? Also ich finde schon. Alter. Mensch, Ignis. Nicht immer hinfallen. Das tut auch weh auf Dauer.
Phönixfeder. Ignis. Und hier prompt haut hier gleich so ein Kondukt da rein irgendwo. Warte. Am besten da, wo auch so ein Froster ist. Weil Froster ist für alle da. Kennt man ja schon das Übliche. So. Die Froster müssten weg sein. Und die Eisbombe auch. Sehr schön. War nett, euch zu kennen, Leute. Ach Mensch, jetzt heul nicht rum, Gladiolus. Das reicht fürs Erste. Ach, wir sind doch noch gar nicht fertig.